Das ist der Traum jedes Modellbahners. Abwechslungsreicher Betrieb auf einer durchgestalteten Anlage. Doch bis dahin ist es ein weiter Weg. In der nächsten knappen Stunde werden Sie die Entstehung dieser N-Anlage verfolgen können. Von der Planung bis zum Fahrbetrieb. Manfred Jörger, Christian Barschow und Gerhard Peter sind zufrieden mit ihrem Werk. Aber wie kamen die Puchheimer Modellbahnfreunde auf das Thema Stadtbahn und dessen Verwirklichung? Geboren wurde die Idee beim Blättern in einem Bildband über die Berliner Stadtbahn. Schnell war ein Entwurf in Anlehnung an das berühmte Vorbild skizziert. Doch nicht die Hochbahn war Mittelpunkt des Themas, sondern die Tram, die um den Haltepunkt der Hochbahn kreisen sollte. Gerhard Peter setzt die Handskizze zu Hause auf dem PC mit der Gleisplanungssoftware WinRail um. Modulanlagen bieten gegenüber stationären Komplettanlagen den Vorteil, dass die Anlage nach Lust und Laune um Module mit den verschiedensten Themen erweitert werden kann. Basis für die Planung bilden Module mit einer Länge von 1 Meter und einer Breite von 35 cm. Da die Hochbahn mit den Gleisanlagen für die Tram mehr Platz benötigt, verbreitern sich die Module von den Kopfplatten ausgehend auf 50 cm. Für die präzise Planung wurde das Gleissystem von Minitrix ausgewählt. Es bietet die für die Trambahn notwendigen Weichen mit 24 Grad Abzweigwinkel. Um die Gleisanlagen der Trambahn realistisch zu verwirklichen, wird der Gleisplan auf einem A2-Nadeldrucker im Maßstab 1:1 ausgedruckt. Der Ausdruck soll später den Gleisbau erleichtern. Der Entwurf aus dem PC macht schon einen sehr vielversprechenden Eindruck und Lust auf den weiteren Bastelspaß. Tatort der kommenden Bauaktivitäten ist die Schlosserwerkstatt von Manfred Jörger im oberbayerischen Puchheim. Dessen Z-Modulanlage ist während vieler Ausstellungen auf dem Märklin-Stand zu bewundern. Sein bislang größtes Meisterwerk ist der filigrane Nachbau der alten Großhesseloher Brücke im Maßstab 1:220. 200 Arbeitsstunden verbrachte Jörger mit dem Zusammenbau. Für den Bau der Modulkästen organisiert Manfred Jörger die erforderlichen Holzzuschnitte vom Baumarkt. Er verwendet 10 mm dickes Sperrholz. Die Module werden mit den selbstgefertigten Modulkopfplatten verbunden. Buchsen aus Messing sorgen beim späteren Betrieb für die passgenaue Verbindung der Module und beim Gleisbau als Bezugspunkt für die Justierlehre. Da die Stadtbahnmodule zwei betriebliche Ebenen aufweisen, sind die Holzzuschnitte etwas umfangreicher als bei den einfachen Modulkästen. Nach dieser Zeichnung werden in weiteren Bauschritten die Sperrholzzuschnitte angepasst. Die erforderlichen Ausschnitte in den Modulkopfplatten werden angerissen und ausgesägt. Das Sägeblatt der Kreissäge wird nur etwas höher als die erforderliche Schnitthöhe eingestellt. Für die Verkabelung der Module untereinander sind in den Modulkopfplatten ovale Ausschnitte vorgesehen. Sie werden vor dem Zusammenbau der Einzelteile mit Loch- und Stichsäge in die Kopfplatte eingelassen. Das Profil der Modulkopfplatten lässt schon die Lage der Hochbahn erkennen. Um das Zusammenleimen der Sperrholzzuschnitte zu einem Modulkasten zu erleichtern, werden Eckverbinder aus einer Leiste mit quadratischem Querschnitt zugesägt. Diese werden an den Enden der Längsträger mit Weißleim und Spaxschrauben fixiert. Vorbohren ist hier sehr wichtig, da die Spaxschrauben sonst die kurzen Leistenzuschnitte spalten und unbrauchbar machen würden.